وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geehrte Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir fahren heute fort, inshallah ta'ala. Heute werden wir erklären, wie man die Umrah nach der Sunna richtig verrichtet. Wenn ich sage nach der Sunna, weil wir haben zwei Bedingungen für eine angenommene Tat. Wer sagt mir, welche zwei Bedingungen, die beide vorhanden sein müssen? Eine ohne die andere Bedingung wird nicht akzeptiert. Welche beiden Bedingungen haben wir für eine angenommene Tat? Der hübsche Mann, bitteschön. Richtig, dass erstmal die Ibadah, die Anbetung gegenüber Allah mit reiner Aufrichtigkeit für ihn ist. Das heißt, sobald man in dieser Aufrichtigkeit jemand anderen mit hereinbringt, ist die Tat dann ungültig. Das ist die erste Bedingung. Sie muss einzig und alleine nur für Allah sein, nicht für den Lob, nicht für irgendeinen Nutzen in der Dunya, sondern Allah ist eifersüchtig, subhanahu wa ta'ala. Er akzeptiert nicht, außer dass die Tat für ihn ist. Und Yawmul Qiyamah werden die Leute, die eine Tat für jemand anderen gemacht haben, außer Allah, hört die Erniedrigung für sie am Tage der Auferstehung. Allah wird zu ihnen sagen, geht zu demjenigen hin, für den ihr die Tat gemacht habt, und schaut, ob er heute in der Lage ist, euch dafür zu belohnen. Allahu Akbar. Wird er in der Lage sein, ihn zu belohnen? Niemand wird in der Lage sein, dich zu belohnen, außer Allah Azza wa Jalla. Das heißt, die erste Bedingung ist Al-Ikhlas. Im Arabischen sagen wir Ikhlas. Das bedeutet die Aufrichtigkeit. Da darf keine Spur für jemand anderen dabei sein. Rein nur für Allah subhanahu wa ta'ala muss diese Tat sein. Weil wir als Diener wurden angehalten dazu, dass wir wen nur einzig und alleine dienen? Nur Allah Azza wa Jalla. Und die zweite Bedingung, die ebenfalls eine Bedingung für die Gültigkeit ist. Ist sie nicht vorhanden, ist deine Tat ungültig. Selbst wenn du es mit Aufrichtigkeit vollziehst, die Tat, aber du machst deine Tat nicht nach der Sunna, indem du den Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgst, dann ist deine Tat hinfällig. Also haben wir zwei Bedingungen. Wer will sie uns nochmal nennen? Was sind die zwei Bedingungen, die wir haben? Nicht so viel auf einmal. Naam, Abu Abdullah. Richtig. So müssen wir unsere Taten machen. Okay? Gibt es Leute, die eine Tat für Allah machen, aber nicht nach der Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Antwort? Ja. Nimmt mal nur das Feiern des Geburtstags des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wollen wir daran zweifeln, dass sie das für Allah machen? Nein, wir zweifeln nicht daran. Aber machen sie es nach der Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Antwort? Nein. Nein, machen sie nicht. Oder einer macht den Hajj oder die Umrah vielleicht für Allah subhanahu wa ta'ala, aber seine ganze Hajj und Umrah hat nichts mit der Sunna zu tun. Dann sieht es schlecht aus. Deswegen es ist für uns verpflichtend, was zu lernen, so wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns alles beigebracht hat, so machen wir ihn alles nach. Ganz gleich. Wisst ihr, die Sahaba, was sie gemacht haben? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal an einer Stelle, während er ihnen was erzählt hat, gelacht hat, der Sahabi, der dann davon berichtet hat, hat an derselben Stelle gelacht. So sehr haben sie ihn nachgemacht. Warum? Weil sie wollten genauso handeln wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und warum nein? Wo Allah azza wa jal sagt, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ Uswatun Hasana. Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Beispiel gegeben worden. Und wir akzeptieren auch nur den Gesandten Allahs. Wenn auch der größte Gelehrte sagt, so wird's gemacht, dann sagen wir ihm Barakallahu, aber gib deinen Beweis. Weil kein Gelehrter ist selber die Beweis für die Ibadah. So ist die Religion des Islams, Alhamdulillah, und dadurch ist sie reingeblieben. Aber ihr seht, bei anderen Religionsgemeinschaften, die haben immer mehr Sachen reingemischt und zum Schluss haben sie eine komische Religion gehabt.
Ja, manche zum Beispiel bei den Christen, die fassen sich an den Händen, jeder hat eine Farbe vom T-Shirt und dann sagen sie Halleluja, ist kein Stuhl da und so weiter und so fort. Und zum Schluss haben sie keine Religion mehr. Wir haben Alhamdulillah noch unsere Religion. Wir können als einzige Religionsgemeinschaft einen ganzen Tagesablauf beschreiben von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Von dem Moment, wo er aufgestanden ist, bis zu dem Moment, wo er schlafen gegangen ist. Bringt mir irgendeine Religion, die das kann. Die Christen haben nicht eine einzige Überlieferung von Jesus. Die Juden haben nicht eine einzige Überlieferung von Moses. Aber wir haben alle Überlieferungen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das ehrt uns und macht uns stolz. Warum? Weil wir ihn dann auch nachmachen können. Wir haben jemanden, den wir nachmachen können. Aber wenn du keinen hast, den du nachmachst, denkst du, dass du selber derjenige bist, der der Führer ist unter den Leuten. Möge Allah uns nur mit der Liebe zu der Sunna sterben lassen. Allahumma amin. Das heißt, wir haben zwei Bedingungen. Nochmal, die absolute Aufrichtigkeit für Allah. Und Al-Mutaba'a bedeutet die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn du diese beiden Bedingungen hast, Alhamdulillah, wir haben gesagt, manche machen die Tat für Allah, aber nicht nach der Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gibt es jetzt was Umgekehrtes? Einer macht die Tat nach der Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber nicht für Allah? Gibt es so etwas? Ja. Es gab damals einen Sheikh, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Er hatte diese Asha'ira-Richtung, aber inshallah ist er entschuldigt, weil er blind war. Sheikh Kishk, vielleicht habt ihr von ihm gehört, einer aus Ägypten, war sehr stark in der arabischen Sprache, aber er hatte diese verdrehte Aqida, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür vergeben. Aber subhanallah, er ist im Sujud gestorben, das reicht. Dass er in der Niederwerfung gestorben ist, das ist Ehrung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wahrlich, er war ein Mann gewesen, einer, ich gebe euch nur ein Beispiel, subhanallah, als er einmal im Gefängnis war, den haben sie immer abgeholt, weil er immer die Wahrheit gesprochen hat. Und dann haben sie ihn ins Gefängnis getan und sie haben Hunde auf ihn gehetzt, Bluthunde, wirklich Bluthunde. Subhanallah, einer, der ihn kennt, hat mir erzählt, als die Hunde auf ihn gestürmt sind, kurz bevor sie ihn beißen wollten, haben sie innegehalten und haben sich hingesetzt vor ihm. Allah subhanahu wa ta'ala hat das nicht zugelassen. Und er ist gestorben im Sujud. Und eines Tages haben sie gesagt, ja Sheikh, wir werden für dich eine Rede bereiten, weil die wussten, das Volk liebt ihn. Er war akzeptiert, subhanallah, trotz seiner Verfehlung, möge Allah ihn dafür vergeben. Er sagte, okay, was soll ich tun? Sie haben ihm gesagt, rede für uns. Also die Politiker, der Führer hat gesagt, rede für uns. Er sagt, kein Problem. Wer wird versammelt sein? Sie haben gesagt, das ganze Volk. Dann haben sie das ganze Volk versammelt. Dann hat er sich jeden einzelnen Politiker vorgeknüpft. Er sagte, du Innenminister, du Haschisch, du, der du Drehungen nimmst, du, der du das machst, das machst. Und alle haben ihn gehört, weil die haben alles für ihn bereitgestellt. Und dann ist er wieder im Gefängnis gelandet. Er sagte zu ihnen, ist mir egal, wie oft ihr mich ins Gefängnis tut. Es schadet mir nicht. Es macht mir nichts aus. Ich befürchte nur, dass ich meine Mutter in dieser Zeit nicht sehen kann. Alles andere ist mir egal. Er sagt, ich bin sowieso blind. Ob ich hier sitze oder in meinem Wohnzimmer, ich sehe sowieso nichts. Deswegen ganz gleich, wo ihr mich hinsetzt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieser Sheikh Kishik, die kam zu ihm und sie haben ihm gesagt, ja Sheikh, mach ein Bittgebet. Dann sagte er, Allahumma arham saf al-thani wa al-thalith. O Allah, sei barmherzig mit der zweiten und mit der dritten Gebetsreihe. Wir wissen, was ist die beste Gebetsreihe? Die erste. Dann haben sie ihm gesagt, ja Sheikh, warum nicht? Warum machst du kein Dua für die erste Reihe? Er sagt, alles Jawasis, alles Spione. Die beten richtig nach der Sunna. Die haben das studiert. Aber, a'udhu billah, ist ihre Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so seht ihr, haben wir diese Leute und jene Leute. Und insofern sollten wir verstehen, alle beide Bedingungen müssen vorhanden sein, ansonsten ist die Tat nicht gültig. Liebe Geschwister, man hat zwei Möglichkeiten. Ich kann euch die Umrah so beibringen, dass ihr Spezialisten werdet, aber das ist nicht meine Aufgabe, sondern für mich ist wichtig, dass ihr die Umrah auf beste und einfachste Art vollziehen könnt. Weil wenn wir anfangen, jetzt so tiefgründig reinzubohren, dann werdet ihr zum Schluss alles vergessen. Und es ist wirklich so, ich habe das schon oft gehabt mit den Gruppen, ich habe ihnen dreimal mindestens die Umrah beigebracht, auch auf dem Weg nach Makkah, inshallah, werden wir diesen Tag erleben, das wird der Montag sein, bi'idhnillah ta'ala, wenn wir nach Makkah reisen im Bus, werde ich es auch nochmal erklären. Aber subhanallah, die Leute, wenn sie vor der Kaaba stehen, sie vergessen einfach alles. Weil dieser Anblick von der Kaaba, Allahu Akbar, lässt dich alles vergessen. Wallahi, lässt sich alles... Vorhin habe ich mit Brüdern gesprochen, ich sage, denkt ihr an eure Familien,
Sie haben gesagt, wir haben unsere Familien vergessen. Schaut mal, das ist in Medina. Was denkt ihr, wenn ihr vor der Kaaba steht, inshallah ta'ala? Möge Allah uns das ermöglichen, dass wir am Montag zur heiligen Stätte pilgern dürfen. Allahumma amin. Ich weiß das und deswegen bin ich auch nicht böse auf die Leute. Ich erkläre es ihnen dann noch einmal. Seid ihr dafür, dass wir die Umrah zusammen machen? Oder denkt ihr, dass man sich dann selber traut und sagt, ich krieg das gebacken? Wer ist dafür, dass wir die Umrah zusammen machen? Habe ich schon befürchtet. Kann man machen, haben wir auch schon hingekriegt, aber es ist viel länger. Ja, weil natürlich nicht alle können so schnell laufen. Nicht jeder ist, sage ich mal, so fit, dass er weiß, was er an diesen Stellen machen muss. Kriegt man gebacken, inshallah, aber für euch, bi'idnillah ta'ala, mache ich das, dass wir das als gesamte Gruppe, die Umrah vollziehen, bi'idnillah ta'ala. Wir machen es leicht. Ihr merkt euch jetzt, nachdem Mohammed hier die ganze Kameraeinrichtung umgestürzt hat, ihr merkt euch drei Buchstaben. Ich weiß, die Jugendlichen merken sich gerne Buchstaben. Sagt mir mal Buchstaben von einem Sänger. Hm? B. Wallah, der hat es auch nicht weit gebracht. Nur ein B. Nein, von einem Sänger. Von einem Sänger. Die nennen sich ja mit Buchstaben. Wie nennen die sich? Hä? Wie nennen die sich? Keiner kennt welche. Ach so, auf einmal kennt ihr keinen. Seid ehrlich. Wen kennt ihr? Eistee? Wallah, mein Sohn hat mir gesagt, Eistee kostet hier 5 Milliarden. Der heißt Eistee? Ja, Eistee. Eistee. Heißt der jetzt wirklich so? Ja. Der ist Eistee. Okay, der mag's kühl, ne? Dann gibt's diesen 50 Cent, der ist kein Euro wert. Ja, so gibt's Leute, die nennen sich Buchstaben. Aber wir wollen drei Buchstaben lernen. Ihr spricht mir nach I, T, S. I, T, S. Das ist eure Umrah. I, T, S. Jetzt die Frage, was bedeutet I, T, S? Wir haben Säulen von der Umrah. Eine Säule ist eine Tat, sie muss gemacht werden, ansonsten ist die Tat ungültig. Zum Beispiel, im Gebet, wenn wir nicht stehen im Gebet, was ist mit unserem Gebet? Aber ich sitze und ich weine im Gebet und alles, trotzdem ungültig? Trotzdem ungültig. Warum? Weil ich muss stehen. Das ist eine Bedingung. Eine Säule. Bedingung ist nochmal was anderes. Eine Säule muss vollzogen werden, ansonsten ist die Tat hinfällig. So. I bedeutet Ihram. Wir kommen zu jedem einzelnen Punkt. T bedeutet Tawaf. Und S bedeutet Sa'i. Sa'i. Nochmal. I, T, S. I, T, S. Diese drei Buchstaben merkt ihr euch. Das sind die Säulen. Weil wenn wir die Säulen vollzogen haben, dann, liebe Geschwister, walhamdulillahi rabbil alamin, haben wir eine gültige Umrah. Weil das wäre schade, dass wir so viel bezahlen und auch alles aufwenden und uns abmühen und zum Schluss haben wir keine gültige Umrah. I, T, S nochmal. Was bedeutet I? Ihram, T? Tawaf, S? Sa'i. So, wir fangen an mit dem Ihram. Wir werden am Montag, insha'Allah ta'ala, von hier aus losfahren. Das heißt, Montag ist der letzte Tag, den wir in Medina verbringen. Schade, hä? So schön die Stadt, Alhamdulillah. Habt ihr Medina lieben gelernt, insha'Allah? Alhamdulillah. Ein Gläubiger fühlt sich hier wohl. Und wallahi, nur ein Gläubiger. Jeder andere fühlt sich hier nicht wohl. Der fühlt sich in Deutschland wohl, in Frankreich wohl. Ich weiß nicht wohl, aber hier fühlen sich die Gläubigen wohl, Alhamdulillah. Manche Brüder haben mir schon gesagt, sie würden am liebsten ihren Pass zerreißen und hier bleiben. Das werdet ihr nicht machen können, daran haben wir auch schon gedacht, damals schon. Aber es ist nicht so leicht, wie man denkt, Alhamdulillah. Auf jeden Fall, ITS. Wir fahren am Montag los, bi'idnillah ta'ala, in einem Bus. Wenn ihr, ich will jetzt nicht auf die Meinungsverschiedenheiten eingehen, wir machen ein Programm. Okay, dieses Programm läuft so. Und wenn ihr hört, diese Gruppe macht das so, diese Gruppe macht das so, nicht jede Gruppe hat Ahnung, Nummer 1. Nicht jede Gruppe geht nach der Sunna, Nummer 2. Nicht jede Gruppe ist auch unsere Gruppe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So einfach. Wir haben eine Gruppe und wir bleiben dabei. Wir kommen in ganz normaler Kleidung. Keiner kommt mir mit Ihram-Kleidung schon aus dem Hotel heraus. Warum? Ja, ihr seht auch Leute, die laufen hier mit Ihram-Kleidung rum. Habt ihr das schon gesehen? Subhanallah.
Sollen wir sie jetzt nachmachen? Nicht jeder weiß auch, was er tut. Ich habe, subhanallah, vor ungefähr 7 Jahren, habe ich zu den Geschwistern damals im Unterricht gesagt, Wallahi, es wird ein Tag kommen, wo wir bei der Hajj oder bei der Umrah sehen, dass eine Frau mit Ihram-Kleidung kommen wird. Und einmal ist das passiert, vor nicht mal einem Jahr, kam wirklich eine Frau mit Ihram-Kleidung zu denken. Aber der Vorteil ist, die sah mehr aus wie ein Mann, deswegen hat es keiner gemerkt. Aber ansonsten, überlegt mal, der Jahl ist groß. Deswegen, liebe Geschwister, wir wollen insha'Allah ta'ala ganz normal runterkommen. Wir gehen so in den Bus herein. Und jetzt sehr wichtig die Punkte, die ich sage. Weil wir werden alle Taschen in den Bus tun. Deswegen muss jeder sein Handgepäck nehmen. Was sollte in dem Handgepäck sein? Alles, was er was braucht für die Umrah. Sein kleines Umrah-Köfferchen sozusagen. Was sollte da drin sein? Natürlich erstmal die Ihram-Kleidung. Okay? Und dann alles, was er braucht, damit wir am Miqat ist der Grenzpunkt, das heißt, wir fahren ungefähr 15 bis 20 Minuten mit dem Bus bis zu einem bestimmten Ort, ist nicht schlimm, wenn ihr euch den nicht merken könnt, Dhul Hulayfa. Da werden wir alles vollziehen. Und zwar werden wir dort unsere Zehennägel und unsere Fingernägel kürzen, falls man welche hat. Und das ist Sunna, liebe Geschwister, ja. Wir haben so etwas nicht in der Sunna, dass man sich lange Nägel wachsen lässt. Ich weiß nicht, bei einigen Arabern, ich weiß nicht, warum sie es machen. Kennt ihr das? Vom kleinen Finger ist der... Könnt ihr mir die Bedeutung sagen? Der kratzt sich die Ohren, was? Ja, einer hat mir was anderes sogar gesagt, aber so weit gehe ich nicht. Ich glaube nicht, ja, nee. Die haben wirklich einen langen Finger, nur am kleinsten Finger. Alhamdulillah. Es ist besser, manchmal manche Sachen nicht zu wissen. Auf jeden Fall, das ist gegen die Sunna, liebe Geschwister. Wir dürfen unsere Nägel nicht länger als wie viele Tage wachsen lassen? Ha? Als 40 Tage. Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu bei Imam Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns eine Grenze gesetzt. Für was? Für welche Haare müssen entfernt werden bei uns? Der Scham, also die Achselhaare und Intimbereich. Richtig. Die Achselhaare und Intimbehaarung. Alhamdulillah, ein Muslim ist rein. Guck mal, er wäscht sich 5-mal am Tag. Die Haare an diesen Bereichen, die wir genannt haben, sind nicht länger als 40 Tage. Was heißt 40 Tage? Das heißt, wenn du es brauchst, dann vorher. Weil es gibt Leute, während er entfernt, wachsen sie gleich nach. Kennt ihr, ja? Gibt's Leute. Es gibt unterschiedliche Leute, die haben Behaarung ohne Ende. Ich habe vorhin den Brüdern erzählt, da waren einmal Brüder, ein kurdischer Bruder unter ihnen im Schwimmbad. Und Allahumma barik, er war richtig behaart, wirklich durchgehend. Und der Bademeister hat dann gesagt, der Mann mit dem T-Shirt soll bitte rauskommen. Er hat gar kein T-Shirt angehabt. Ja, es gibt Leute, bei ihnen wachsen die Haare schnell oder die Nägel schnell. Das heißt, man nimmt das vorher schon weg. Anlass spätestens aber was? 40 Tage. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Al-Bukhari erzählte er uns über Leute aus Habasha. Habasha ist auf Deutsch was? Äthiopien. Sie haben mit ihren Fingernägeln, wal-iyadu billah, ihr Fleisch und ihr Obst und so geschnitten. Widerlich. Das ist widerlich. Ja? Und heutzutage seht ihr, alles wird gegen die Sunna gemacht. Die lassen sich so diese künstlichen Fingernägel aus. Wie ein Raubtier sehen die aus. Ja? Sieht das schön aus? A'udhu billah. Das ist gegen die Sunna, liebe Geschwister. Und auch die Haare, Schambehaarung und Schambehaarung und auch Achselhöhlenbehaarung wird entfernt spätestens nach 40 Tagen. Okay? Das wird weggemacht. Das heißt, wir kürzen die Nägel. Wir entfernen die Scham- und die Achselhöhlenbehaarung. Und dann machen wir noch eine Sache. Für die Männer, sie machen, nachdem sie sich gewaschen haben, den Russel vollzogen haben, setzen sie Parfüm auf. Auf sich, auf ihren Körper, wie sie möchten. Einmalig. Okay?
Und dann geht's für sie los. Das heißt, was haben wir im Koffer? Wir haben unsere Ihram-Kleidung, dann natürlich ein Handtuch sollte man dabei haben. Ich sage euch von vornherein, es ist nicht der sauberste Ort, um ehrlich zu sein. Ja? Also man muss sich ein bisschen zusammenreißen. Es ist nicht der sauberste Ort, aber noch haben wir keine andere Möglichkeit. Na. Müssen wir es an diesem Tag machen oder können wir schon vorher einen Tag vorgehen? Von der Sunna ist es das an diesem Tag. Okay? So. Diese Sachen habt ihr parat, nicht unten, wo die Taschen sind. Weil manche sind Schlaumeier, die haben ihre Tasche und das ist die letzte Tasche. Da muss er alles rausholen. Ja, der Busfahrer hat darauf keine Lust. Glaubt mir, überhaupt keine Lust. Deswegen bitte nochmal den Koffer mitnehmen, wo ihr eure Utensilien drin habt. Wer will, kann sich dort die Zähne putzen, Siwak benutzen, was auch immer. Es geht um Reinigung an diesem Tag. Okay? Na, Fragen erstmal hierzu, bitteschön. Ich habe eine Frage. An dem Tag auch den Intimbereich und alles Mögliche? Genau. Genau, kann man alles dort vor Ort machen. Das heißt, einer macht es mit einer Rasiermaschine. Im Übrigen, das ist von der Sunna eigentlich zu zupfen, ja? Mit einer Pinzette. Zum Beispiel die Achselhöhlenhaare. Allahumma barik, die Sahaba waren Männer. Hat das einer von euch schon mal gemacht? Mit der Pinzette? Also, manche Männer mögen es ja schmerzhaft. Na, bitteschön. Wer hat eine Frage? Bitteschön. Kann man den Rüssel auch im Teil schon vollziehen? Wir machen den Rüssel, wo? Was haben wir gesagt? Genau. Weil manche Leute machen alles im Hotel, weil sie sagen, das ist viel angenehmer. Wir wollen was machen? Die Sunna. Die Sunna. Und wir haben eine Überlieferung bei Tirmidhi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das dort vor Ort gemacht hat. Na, bitteschön. Vaseline. Okay, ja, es ist sehr, sehr anzuraten für die Männer, dass sie Vaseline-Creme nehmen oder eine feuchte Creme nehmen, weil ihr wisst, die Ihram-Kleidung besteht aus zwei Kleidungsstücken und man zieht praktisch keine Unterwäsche an. Und dadurch bekommt man Schmerzen, die man vorher nicht kannte, weil man sonst normalerweise Unterwäsche anhat. Das heißt, wenn die Beine sich ständig aneinander reiben, kann das sehr schmerzhaft werden. Und hier ist wirklich sehr, sehr empfohlen, dass man auch etwas Creme zwischen die Beine macht, damit nicht diese Schmerzen zustande kommen. Also wir haben Brüder gehabt, die konnten keinen einzigen Meter mehr laufen. Es war wirklich so schmerzhaft für sie. Deswegen, wer solche Creme hat, soll sie auch benutzen, wie in der Latein. Noch hierzu, zu Ihram. Na, bitteschön. Wir werden mit dem Bus fahren, inshallah, so wie das aussieht. Ja? Also ich habe jetzt auch nichts anderes gehört, außer, dass wir mit dem Bus fahren. Habt ihr was anderes gehört? Nein, ne? Ja, weil der Zug ist natürlich angenehmer und das sind nur 2,5 Stunden, aber er ist auch fast dreifach so teuer. Deswegen natürlich versuchen die Organisationen, das auch etwas günstiger zu bekommen, wie in der Tala. Wer hat noch eine Frage zum Ihram-Zustand? Na, mittlerweile auch die Leute, die vorher die Ihram-Kleidung nicht hatten, die 6 Personen. Habt ihr sie bekommen? Der Bruder hat mir gesagt, er hat sich darum gekümmert. Okay, aber du selbst hast sie? Wer hat jetzt noch keine Ihram-Kleidung? Subhanallah. Ich habe gestern oder vorgestern noch mit ihm geredet. Er sagte zu mir, ist alles geregelt. Okay. Ach so, wer hat noch keine Ihram-Kleidung? Also habt ihr sie alle bekommen? Nee, da hinten ist einer. Sheikh, da hinten ist einer. Sehr gut. Da ist ihm scharf. Die Sonne scheint drüben, deswegen kannst du die Brille ausziehen. Ja. Da hinten ist einer, der hat sie nicht. Wer? Der Bruder mit der weißen Gebet mit der ganzen Hand. Du hast keine? Okay, inshallah. Bismillah ta'ala. Dann erinnere mich bitte nochmal daran, dass wir dir auch, Backereisen hat das zur Verfügung gestellt, beten in der Tala. Tayyip, jetzt haben wir eine Sache gemacht, liebe Geschwister, dass wir gesagt haben, wir kürzen die Finger und Fußnägel, wir bringen Parfüm auf und machen eine Gesamtkörperwaschung, aber das Parfüm trägt ihr danach auf, okay, für die Männer. Das Parfüm trägt ihr nach dem Rüssel auf, beten in der Tala. So. Bitte nicht zu viele Fragen, weil wir müssen weitermachen. Nein. Reicht da der ausreichende Rüssel oder soll es der vollständige sein? Nein, wir machen, insha'Allah ta'ala, an diesem Tag machen wir den vollständigen Rüssel. Das heißt, wie ihr wisst, wir fangen an mit Hände waschen, dann Privatteil, dann machen wir Wudu, bis auf Füße waschen, komplett alles, bis auf Füße waschen, nach einer Überlieferung. Und dann schütten wir 3-mal Wasser über den Kopf,
über die rechte Hälfte, über die linke Hälfte und dann die Füße. Das ist der Russel. Okay? Danach, inshallah ta'ala, seid ihr auch im Wudu-Zustand gleichzeitig. So. Dann ist wichtig, wir haben nur die zwei Ihram-Tücher an. Nachdem wir den Russel vollzogen haben und uns parfümiert haben, haben wir nur noch zwei Tücher an. So. Wir werden noch vormachen, wie man sich die Ihram-Tücher richtig anbringt. Denn viele Geschwister, viele Brüder haben Angst, weil sie haben Angst, dass etwas rutscht oder sonstiges passiert. Ist auch natürlich nicht angenehm. So, für diejenigen, die Waswas bekommen in diesem Fall, die wirklich sagen, ich habe keine ruhige Minute mehr, die können einen Gürtel anziehen. Die können was? Einen Gürtel anziehen. Aber wenn man das richtig bindet, passiert nichts bei Ibn al-Latar. Wenn man das richtig bindet, passiert nichts. Das sind zwei Tücher. Wir werden noch zeigen, wie man sie aufträgt. Wichtig ist, außer diesen zwei Tüchern dürfen die Männer nichts anderes tragen. Das heißt, keine Kopfbedeckung, kein T-Shirt oder Unterhemd. Alles, was zugeschnittene Kleidung ist, ist verboten. Auch Unterhose und Socken. Was heißt zugeschnittene Kleidung? Kleidung, die auf die Körperform angepasst ist. All das ist verboten. Nicht erlaubt. Okay? Das heißt nochmal, was haben wir an? Nur die zwei Tücher. Nur die zwei Tücher. Man darf Sandalen benutzen, die offen sind. Dürfen auch nicht verschlossene Schuhe sein. Das heißt, wer hat jetzt normale Turnschuhe? Ja. Diese nicht. Nein. Habt ihr alle Sandalen dabei? Ja. Oder auch Hausschuhe? Ja. Sehr gut. Allahumma barik. Jetzt haben wir auch deine Sandalen kennengelernt. Na, grüß dir. Na. Wie sieht es mit Accessoires aus? Wie zum Beispiel Uhren oder ja, sonstiges? Ja, mit Accessoires. Das heißt, sei es eine Uhr, kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Oder jemand trägt einen Ring. Ja, also Ring haben wir nicht als Ehering. Sowas kennen wir nicht im Islam. Das hat man mehr von den Christen übernommen. Weil die sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann tun sie hier ihr Ring rein. Möge Allah uns bewahren. So, das haben wir nicht. Natürlich, ein Mann kann allgemein einen Ring tragen, kein Problem. Aber halt nicht mit der Absicht für Ehering. Das ist kein Problem. Wie sieht es mit Schlagring aus? Naam, bara. Naam. Umhängetasche, kein Problem. Kein Problem. So. Bevor ich diesen Punkt vergesse, sehr wichtig, liebe Geschwister, weil Alhamdulillah, ein paar Brüder haben mich darauf angesprochen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Eure Umhängetasche, wo ihr Portemonnaie oder sonstiges drin habt, euer Geld, soll auf keinen Fall sichtbar sein. Denn, ob der eine das glauben mag oder nicht, es gibt viele Diebe am Haram. Tatsächlich. Und die haben Rasierklingen und die sind Profis, wie ich es euch sage. Ihr merkt nicht einmal, dass euer Geld weggekommen ist. Wenn Sie sehen, jemand hat zum Beispiel eine Umhangetasche, dann warten Sie ab, bis man in einer Menschenmenge ist. Da ist man sowieso unkonzentriert, weil hier wird gedrängelt, dort wird gedrängelt. Die nehmen Rasierklinge, schneiden das auf und dein Geld ist weg. Ein Bruder hat mir erzählt, ein palästinensischer Bruder, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen. Er wurde von den Juden sehr misshandelt, möge Allah sie misshandeln. Amen. Und sie haben ihn sogar, einen Arm haben sie ihn abgeschnitten. Und er war einmal mit uns, bei uns in der Umrah oder bei der Hajj, ich weiß es nicht mehr. Subhanallah. Dann hat er den schwarzen Stein küssen wollen. Und während er den schwarzen Stein küsst, ihr könnt euch ja vorstellen, da ist sehr, sehr viel Trouble darum, wir kommen noch dazu zu sprechen. Dann haben sie eine Rasierklinge genommen und das abgeschnitten und sein Geld war weg. 2000 Mark. Er sagt zu mir, das war der teuerste Kuss, Abu Bakr. Der allerteuerste Kuss. Ja, deswegen bitte nicht sichtbar. Ihr merkt das gar nicht. Auch Brüder haben mir hier schon erzählt, sie haben gemerkt, bei der Menschenmenge hat jemand an ihre Tasche gefasst. Die sind Profis. Und manche Leute, ihr wisst, in Saudi-Arabien, richtigerweise, was macht man? Die schneiden ihnen die Hand an. Aber du siehst einen mit einer Holzhand, der macht das weiter. Und wenn ihr seht, mit zwei Holzhänden, dann wisst ihr, Audhu Billah, bei denen gar nicht mal in die Nähe zu kommen. Das ist so, die machen das. Warum? Weil sie Diebe sind.
möge Allah uns bewahren, für diese Leute gibt es sogar eine zusätzliche Strafe im Grab. Stellt euch vor, die Leute, die Pilgerer zu beklauen, was für ein übles Verbrechen das ist. Hey. Nochmal, wir haben nur über die Männer gesprochen. Die Männer tragen Ihram-Kleidung. Diese zwei Tücher. Außer diesen zwei Tüchern, was? Was dürfen sie tragen, wenn man Angst hat jetzt? Zum Beispiel Gürtel. Ein Gürtel, richtig. Es gibt auch diese Gürtel, da ist auch Platz für andere Sachen drin. Du kannst dein Geld tun, dein Siwak tun und so weiter und so fort. Was auch immer du möchtest. Kannst du verschiedene Sachen reintun. So. Die Frauen mit. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaum haben wir die hübschen Männer erwähnt, da kommt einer rein. Hayakallah. Fadda. Gib dir ihm bitte einen Stuhl. So, wie ihr wisst, das war nur bezogen auf die Männer. Was die Frauen anbelangt, die Frauen, die normalerweise Niqab tragen, sie dürfen den Niqab im Ihram-Zustand nicht tragen. Was heißt nicht tragen? Manche verstehen das falsch. Eine Frau trägt zum Beispiel, weil sie das als Pflicht sieht, die Gesichtsbedeckung. Darf sie jetzt vor den anderen Männern ihr Gesicht entblößen? Nein. Sondern die trägt eine sogenannte Bisha. Das ist wie so eine runde, ich weiß jetzt nicht, wie man Band. Auf Arabisch heißt es Bisha. Ich weiß nicht, wie heißt das? Band. So ein, genau, ein rundes Band und von oben hängt das Tuch dann herab über ihr Gesicht. Man sieht ihr Gesicht. Ja, weil was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten? Den Niqab und die Handschuhe. Und ihre Ärmel, sie soll ein Gewand tragen mit langen Ärmeln, dass auch ihre Hände nicht zu sehen sind. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat in dieser Zeit was? Den Gesichtsschleier, bedeutet der, der auch angepasst ist am Gesicht, und die Handschuhe. So. Und wie es in einer authentischen Überlieferung heißt, als die Frauen gesehen haben, dass Männer, dass keiner da war, haben sie ihre Gesichter entblößt und als Reiter gekommen sind, das heißt, sie waren im Ihram-Zustand, haben sie ihre Gesichter bedeckt. Wie gesagt, mit einem Tuch vor dem Gesicht, sodass die Frau auch nicht erkennbar ist, bi'idhnillah ta'ala. Die Frau, die ihre Menstruation hat, sie macht auch den Russel. Die Frau, die ihre Menstruation hat, macht trotzdem den Russel. Sagt man, wieso soll sie den Russel machen? Ja, das gehört auch dazu, insha'Allah ta'ala, aber sie wird dann Besonderheiten haben, über die wir morgen sprechen, bi'idhnillah ta'ala. Okay? Die Frau soll erstmal wissen, jede Frau macht auch natürlich für den Ihram-Zustand den Russel, aber auch die menstruierende Frau. Und morgen erklären wir einige Gegebenheiten für die menstruierende Frau, bi'idhnillah ta'ala. Tayyib, wenn wir dann am Grenzpunkt sind, wer weiß den Namen nochmal? Dhul-Hulayfa. Richtig. An diesem Grenzpunkt, wir überschreiten ihn nicht, außer unsere was vorher zu machen, die Absicht. Die Absicht. Und dann sagen wir, bitte alles nachsagen, Labbaik Allahumma Umrata. Oder Umra. Labbaik Allahumma Umra. Das heißt, damit hast du deine Absicht bekundet, was nicht heißt, dass man die Absicht ausspricht. Das ist eine besondere Angelegenheit, wie auch mit dem Schlachten. Aufpassen, diese zwei Dinge sind Ausnahme. Nicht, dass man das zur Regel macht. Ja, weil ihr kennt manche Leute, wenn er betet, der sagt, ich beabsichtige heute an diesem Tag, es ist regnerisch, in dieser Moschee so und so, hinter Imam so und so, den ich nicht mag, zu beten, hinter mir sind 40 Leute und das kennen wir nicht. Die Absicht ist, wo? Im Herzen. Im Herzen. Manche Leute haben ein Problem damit. Er sagt, wie im Herzen? Ich muss es doch aussprechen. Nein. Wenn du jetzt auf Toilette gehst, erzählst du uns jetzt, ich muss auf Toilette? Nein. Du hast beabsichtigt, dass du auf Toilette gehst und dann gehst du auf Toilette. Wenn du jetzt etwas essen möchtest, sagst du, ich nehme jetzt die Gabel und in einer vertikalen, horizontalen Stellung pieke ich das rein und nimm das hoch und esse. Nein, machst du nicht. Du machst das einfach. Weil das deine Absicht ist. Keine Handlung wird gemacht ohne Absicht. Okay? Dann sagen wir, Labbaik Allahumma Umra. Und dann fangen wir an,
mit der Talbiya. Das werde ich langsam sagen, wie Ibn Allah Ta'ala. Die Männer machen das laut. Die Frauen allerdings machen das leise. Warum? Weil die Stimme der Frau, was ist? Eine Fitna. Deswegen Allah Azza wa Jal sagt zu den Frauen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und sie sind die Vorbilder aller muslimischen Frauen, er sagt, فَلَا تَخْدَعْنَا بِالْقَوْلِ. So macht eure Stimme nicht unterwürfig, nicht zart, nicht mild. Warum? Damit derjenige, in dessen Herzen sich Krankheit befindet, kein Begehren hat. Die Stimme der Frau ist was? Eine Fitna. Die Frau sagt die Talbiya aber leise. So. Wer kann die Talbiya? Wer kann sie auswendig? Abu Abdullah. Aber langsam bitte. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Richtig? Habt ihr Ijma? Das ist ja okay. Wichtig ist, diese sagen wir von dem Losfahren von dem Grenzort, wo wir uns befinden. Bis wann, wer sagt mir, bis wann machen wir die Talbiya? Anders als bei der Hajj, bitteschön. Bis du anfängst mit dem Tawaf. Okay? Das heißt, du hast noch nicht angefangen mit dem Tawaf. Bis dahin machst du das. Das werdet ihr sehr schnell lernen, weil wir das mindestens 1000 Mal sagen. Okay? Manche fühlen sich genervt und so. Aber seid nicht genervt, liebe Geschwister. Weil in einer authentischen Überlieferung sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn man diese Talbiya spricht, alles, was diese Talbiya hört, das heißt von Stein, von Baum, von Gegenständen, sie werden für dich bezeugen, Yawmul Qiyamah. Ja? Insofern fühlt euch nicht genervt. Aber auch Leute, die jetzt so vielleicht eine zu hohe Stimme haben, man muss sie jetzt nicht im Himmel hören. Okay? Man muss sie nicht im Himmel hören. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Weil wir haben auch Mikrofon und so weiter und so fort. Von der Sunna ist das nicht gemeinsam zu sagen. Es ist aber ein Ikhtilaf der Gelehrten, aber von der Sunna ist das nicht dieses gemeinschaftlich zu sagen. Ist schöner, fühlt sich verbündlicher an und so weiter und so fort, aber ist nicht von der Sunna. Aber wenn die Stimmen ineinander geraten, dann ist das kein Problem, wie in der Ta'ala. So, wollen wir das langsam nochmal sagen? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Okay? Labbaik. Aufpassen. Nicht Albaik. Albaik ist ein Restaurant hier, wie McDonald's. Das ist die arabische Antwort auf McDonald's. Weil es gibt Leute, die hat Albaik im Kopf. Der kommt da durcheinander, weil er nicht weiß gerade, ob er im Restaurant ist oder nicht. Labbaik, nicht Albaik. Wer sagt mir, was heißt Labbaik? Was heißt Labbaik? Das hat eine sehr gewaltige Bedeutung. Bitteschön. Sehr gut. Ich bin hier zu deinen Diensten, ja Allah. Weil wir sind alles was? Diener Allahs. Ich bin hier zu deinen Diensten. Schaut mal, was die Schia sagen. Labbeika ya Hussein. Walayyadu billah. Ich bin hier zu deinen Diensten, oh Hussein. Weil das ist der Unterschied zwischen einem, der Allah dient, und dem anderen, der etwas anderes dient, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns nur auf den Tauhid befestigen. Allahumma amin. Yawmul Qiyamah wird Allah Azza wa Jal sagen, Ya Adam. O Adam, alayhi salatu wassalam. Adam ist nach der richtigen Ansicht der Gelehrten ein was? Ein Prophet. Dann sagt Adam alayhi salatu wassalam, Labbaik wa sa'alayk wa biyadika al-khayr. O Allah, ich bin hier zu deinen Diensten. Hier um dir gegenüber gehorsam zu sein. Dann sagt Allah Azza wa Jal, Achrij ba'thanna. Nimm den Anteil derjenigen, die in das Höllenfeuer hereingehen, nimm sie zur Seite. Dann sagt er, Min kam, ya Allah. Wie viel sind es, o Allah? Er sagt ihn, Min kulli alfin, gut zu hören, von 1000 Leute, wie viel? 999.
Möge Allah uns an diesem Tag zu den Erretteten gehören. 999. Und wundert euch nicht. Wallahi, wundert euch nicht. Wer ist heute in der Lage noch, oder wer möchte heute noch beten? Wer möchte heute noch Allah fürchten? Wer möchte heute noch das Paradies? Das Paradies, angeblich will es jeder. Aber wer ist bereit, etwas dafür zu tun? Nur die Allerwenigsten. Und in dieser Anzahl, wie Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah sagte, ist auch der Anteil der Muslime drin, die erstmal wo reinkommen werden? In das Höllenfeuer. Denn manche Muslime kommen nicht sofort in das Paradies herein, sondern sie werden bestraft erstmal wo? Im Höllenfeuer. Und dann später kommen sie heraus. Aber solange sie drin sind, ist das die gesamte Anzahl. Deswegen ist die Anzahl so hoch. Weil in einer authentischen Überlieferung bei Imam Ahmad sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand kennt die Anzahl der Muslime, die in das Höllenfeuer hereingehen, außer Allah. Allahu Akbar. Niemand kennt die Anzahl der Muslime, die in das Höllenfeuer hereingehen, außer Allah. Das heißt, es werden viele sein. Und daher, wenn euch Leute erzählen, macht was ihr wollt und zum Schluss kriegt ihr das Paradies, das sind Leute, die euch betrügen. Wallahi al-Azim, das sind Leute, die euch betrügen. Denn im Gegenteil, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, Iyakum wa muhaqqarati dhunub, weh euch vor den Sünden, die ihr einfach so was, wie sieht, so als wertlos. Ja, genau. So, den ihr keine Beachtung schenkt. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهْلِكْنَا. Denn sie werden sich يَوْمُ الْقِيَامَةِ was? Alle zusammenfügen diese Sünden. Sie werden zu vielen, vielen Sünden werden, bis sie den Mann zerstören. Na, insofern, wir wollen, bi'idhnillah ta'ala, sofort in das Paradies. Dazu müssen wir aber gehorsame Diener sein, wie Allah Azza wa Jal sie liebt. Nochmals, die Frauen ziehen sich ganz normal an. Sie sind bedeckt von oben bis unten. Mit Ausnahme von Gesicht und Hände, wer dieser Ansicht folgt. Und wer den Niqab aber als verpflichtend sieht, was haben wir gesagt, im Ihram-Zustand, was trägt sie? Eine Bisha, das heißt ein Band, und sie bedeckt damit mit einem Tuch das Gesicht und trägt lange Ärmel, damit ihre Hände nicht zu sehen sind. Bis hierhin, Fragen, bitte nur wichtige Fragen. Bis hierhin nur wichtige Fragen. Es gibt einige Frauen, die zum Beispiel es gibt noch einige Frauen, die an für sich ihre Füße nicht bedecken. Das heißt, die sind bedeckt, aber die bedecken nicht ihre Füße. Ist deren Amra gültig oder ist das problematisch? Ja, das ist auch eine gute Frage. Wie ist das mit Frauen, die ihre Füße nicht bedecken? Man sieht vielleicht sogar manchmal eine Frau, die den Niqab trägt, alles bedeckt, aber ihre Füße sind frei. Ist das richtig? Nein, das ist falsch. Und dies ist deswegen aufgrund der Überlieferung von Salama, radiyallahu anha, und die Überlieferung ist bei Tirmidhi. Sie fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er über den Isbal gesprochen hat, weil bei den Männern ist es so, sie dürfen kein Gewand oder Kleidungsstück tragen, was unter was ist? Unter den Knöcheln. Dann hat sie gefragt, wie das, ob das auch für die Frauen gilt. Er sagte nein. Dann sagte er ihr, sie trägt ein langes Gewand. Dann sagte sie, aber wenn sie jetzt schnell läuft, das heißt, oder es windig ist oder sonstiges, könnten ihre Füße was? Entblößt werden. Das heißt, Salama hat verstanden, dass die Füße Aura sind. Dann sagte der Prophet, dann soll sie eine Shibra, eine Handspanne länger tragen. Dann sagte Salama, radiallahu anha, aber das Kleid wird auf dem Boden geschliffen und es wird dreckig werden. Er sagte, die Erde reinigt es. Die Erde reinigt es. Deswegen, die Frauen dürfen ihre Füße nicht sichtbar machen. Dürfen ihre Füße draußen nicht sichtbar machen. Und das reicht nicht nur, dass sie Socken anziehen und man sieht trotzdem ihre Füße. Nein, sie müssen was tragen? Etwas Langes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bis hierhin erstmal Fragen, bitteschön. Ist das Pflicht für den Mann, die Haare zu kürzen? Wir kommen noch zu dem Part. Die schlechte Nachricht für euch alle, man muss etwas von den Haaren nehmen. Die gute Nachricht, es muss keine Glatze sein. Aber wer das Beste haben will, inshallah weiß er, was er zu tun hat. Na, seid ihr eitel? Alhamdulillah. Bitteschön. Was ist mit demjenigen, du meinst, der jetzt gar keine Haare mehr hat? Nee, der hat Haare, aber er hat
Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Das geht darum, wenn man bei der Umrah ist, dann gibt es eine letzte Tat, mit der man sich vom Ihram-Zustand befreit, sozusagen. Mit dieser Aktion wird der Ihram-Zustand aufgehoben. Das ist, dass man die Haare kürzt bzw. rasiert. Na, noch zum Ihram-Zustand Fragen. Okay. Wie spät haben wir es jetzt? Bitte? Okay. Ich wiederhole nochmal ganz langsam. Erstmal die drei Buchstaben. Welche brauchen wir? I, T, S. Diese Buchstaben begleiten euch. I heißt? Ihram. T, S. Sein. Das sind die drei was? Buchstaben. Säulen. Eine Säule ist keine Pflicht. Bei einer Pflicht, wenn du sie unterlässt, natürlich nicht absichtlich, könnte trotzdem deine Ibadah was? Gültig sein. Aber eine Säule, wenn du diese nicht verrichtest, ist deine Ibadah ungültig. Diese müssen sein. So. Wer muss alles den Russel machen? Gibt es bestimmte Ausnahmen oder alle? Alle eigentlich. Alle, inklusive die Frau, die menstruierend ist. So. Was macht der Mann, bevor er diese Ihram-Kleidung anlegt? Was macht er? Vorher? Die Nägel kürzen. Schambereich, Achselhöhlenbereich, die Haare entfernen, dann macht er den Russen und dann, was legt er auf? Parfüm. Wer will, kann sich auch etwas in den Bart reinmachen. Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen glänzenden Bart hatte, das heißt, er hatte Öl im Bart da. Und ihr seht ja auch die Pflege im Islam, alhamdulillah. Weil manche Leute, die denken jetzt, weil sie Muslim sind, sind sie tot, die brauchen sich nicht mehr zu pflegen, ja. Das ist alles langweilig geworden. A'udhu billah, die Muslime sind die gepflegtesten Leute. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi, wir haben den Leuten beigebracht, wie sie sich säubern. Vor Jahren wussten sie nicht, wie sie sich säubern sollen. Aber die Muslime haben ihnen das beigebracht. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihr wisst, von dem Land, wo wir herkommen, die sind damals einmal in der Woche zum städtischen Freibad gegangen, haben dort alle sich gesäubert. A'udhu billah. Also ihr könnt euch vorstellen, welche Suppe da im Wasser drin ist. Noch zum Ihram-Zustand. Was haben wir noch für Fragen zum Ihram-Zustand? Okay, ganz kurz. Jetzt haben wir Parfüm aufgetragen. Normalerweise, wir kommen gleich zu den Sachen, die im Ihram-Zustand verboten sind. Unter anderem auch Parfüm auflegen. Aber was ist jetzt, warum haben wir gesagt Parfüm? Wann haben wir das aufgelegt? Bevor wir die Absicht gemacht haben, beziehungsweise bevor wir die Ihram-Kleidung angeht. Wenn jetzt Parfüm übergeht auf die Ihram-Kleidung, kein Problem. Aber danach darfst du es nicht mehr auftragen. Okay? Am Grenzpunkt, wenn wir dabei sind, ihn zu überstreiten, sagen wir was? Labbaik Allahumma Umrah. Und dann fangen wir an mit der Talbiyah, die wir gerade gesagt haben. Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik. Bis zum Schluss, inshallah ta'ala. Alles klar? Erste Runde, alles klar? Alhamdulillah. Welche Schuhe dürfen wir tragen bei der Umrah? Abu Albani, bitteschön. Hast du deinen Koffer wieder? Ja. Alhamdulillah. Hast du jemals daran gezweifelt? Nein. Da habe ich ganz andere Wörter von dir gehört. Alles drin? Ist alles drin? Okay, Alhamdulillah. Offene Schuhe, ja. Die dürfen nicht geschlossen sein. Also nicht wie die normalen Sportschuhe, die wir kennen. Entweder Sandalen oder diese Chip-Chip, sagen wir. Das heißt die Hausschuhe. Ja, das ist kein Problem. Aber die dürfen nicht in sich geschlossen sein. Am besten Sandalen, wenn man hat, beten in der Ta'ala. Na. Was macht die Umrah? Dazu kommen wir, inshallah ta'ala. Bitte schön, Abdullah. Darf man beim Russen, du kannst dich erstmal einschamponieren, inshallah, und dann gibst du das Wasser über dich und dann fängst du an mit dem Russen. Na, bitteschön. Darf man Gel benutzen? Kannst du. Aber denk nur daran, es gibt Gel, der bildet eine Art Schicht. Wenn du das nächste Mal Wudu machst, muss gewährleistet werden, dass das Wasser auch
an die entsprechende Stelle gelangt. Ja? Weil es gibt Sachen, die bilden so eine Schicht, selbst wenn du einmal durchschießt, das bleibt stehen. Dies auch, wie heißt das, dieses Haarspray und so weiter und so fort. Das bildet wirklich eine richtige Schicht. Na, dann kommen wir, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr zur Umrah sind, zum Ihram-Zustand sind, kommen wir jetzt zu den Singen, die verboten sind, in der Umrah zu machen. Und da fangen wir an mit dem ersten Punkt. Bitte versucht euch das zu merken. Wer will, kann sich das auch aufnehmen mit dem Handy, inshallah. Kein Problem. Erstmal, wir haben gesagt, verboten ist es, den Kopf zu bedecken. Für wen? Für Männer oder für Frauen? Für Männer. Okay. Man darf nicht die Fingernägel und die Fußnägel kürzen. Wir reden über welchen Zustand jetzt? Wenn wir im Ihram-Zustand sind. Dann das Aufbringen von Parfüm und nicht nur Parfüm. Auch die Gelehrten sagen, Creme, die einen starken, intensiven Geruch hat. Weil das ist wie Parfüm. Okay? Sowieso, wir reden über die Männer, weil die Frauen dürfen draußen kein Parfüm auftragen. Nicht zu Hause. Zu Hause dürfen sie sich mit Parfüm, wenn sie wollen, duschen. Aber draußen dürfen sie kein Parfüm auftragen. So. Dann verboten das Tragen von Kleidung, die zugeschnitten ist. Kein Unterhemd, keine Socken, keine Unterhose, keine Kopfbedeckung und so weiter und so fort. Accessoires, kein Problem, haben wir gesagt. Das heißt, mit Accessoires, ja, nicht, dass mir einer kommt mit einer Königskette, ja, Ihramkleidung und Königskette und dann den macht, ja. Ja, cool. Barakafikum, a'udhu billah. Ja, das Tragen der Kette für Männer ist sowieso verboten. Die Gelehrten sagen, das ist eine Nachahmung von wem? Der Frauen. Die Frauen tragen so etwas. Ein Mann trägt keine Kette. Dann für die Frauen verboten, was haben wir gesagt? Was darf die Frau nicht tragen? Den Niqab. Was trägt sie anstatt dessen? Die Bisha. Na? Okay. Dann darfst du kein Jagd erlegen. Oder Jagdwild erlegen. Okay? Falls es dir so, falls du dich sehr männlich fühlst und dann dich mit Sonnenblumenöl einschmierst und sagst, du musst jetzt ein Wild jagen. Nein. Haram. Es ist nicht erlaubt in der Zeit, wo wir sind, im Ihram-Zustand, das zu machen. Dann, es ist nicht nur der Geschlechtsverkehr verboten, sondern jegliche Art von Intimität. Bedeutet, die zum Geschlechtsverkehr führen kann. Es ist nicht nur der Geschlechtsverkehr verboten, sondern eine jede Art von Intimität. Natürlich, wir reden über welche Zeit jetzt? Solange du wo bist? Im Ihram-Zustand. Wenn es hochkommt, wenn wir dort sind, inshallah, also vom Losfahren hier, sind wir schon im Ihram-Zustand, dann Mekka, kommen wir an, inshallah, erstmal ins Hotel, dann machen wir uns fertig. Wer will, kann da nochmal Russel machen in Mekka. Der Prophet ﷺ hat das gemacht. Da kann man das nochmal machen, wenn man will. Und dann, bi'idhnillah ta'ala, gehen wir auch schon zur Moschee und vollziehen die Umrah. Die Umrah dauert im Schnitt ungefähr 1,5 Stunden, wenn man wirklich sich etwas Zeit lässt. Aber Allahu alam, ich weiß nicht, wie voll das ist momentan. Hast du eine Ahnung, wie voll das ist momentan? Sehr voll. Also das heißt, im Schnitt haben wir immer die Umrah wirklich zwischen 10 Uhr und 2 Uhr morgens gemacht. War fast immer. Ich versuche mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe zu geben, dass wir früh da sind in Mekka, damit man auch die Umrah mit Genuss macht. Weil manche laufen so bei der Umrah. Sie wissen gar nicht mehr, wo sie sind. Das will ich nicht. Ich will, dass man das genießt. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir auch frühzeitig in Mekka ankommen. Ja? Bi'idhnillah ta'ala. Bitte schön. Wann fahren wir am Montag los? Inshallah werdet ihr dann die Informationen bekommen von den kundigen Leuten, nicht von mir. Inshallah. 14 Uhr. Um 14 Uhr fahren wir los. Deutsche Zeit. Was meinen wir mit deutscher Zeit? Pünktlich. Okay? 14 Uhr. Für die, die sowieso immer zu spät kommen, die Nacht davor warten sie schon auf den Bus. Wir haben solche Leute, die kommen immer zu spät. Und dadurch verzögert sich alles. Na,
Wen willst du filmen? Okay, ich empfehle euch, so etwas nicht zu machen. Nicht, weil ich sage, es ist verboten, aber was könnte sich hier einschleichen? Ria. Okay, Ria, also das heißt, diese Augendienerei. Und wir wollen fernbleiben von diesen Themen. Wallahi, heutzutage, die ganze Umrah ist eine Show. Habt ihr das gesehen? Ja? Subhanallah, es gibt eine Aussage von Sheikhul Islam, Rahimullah Ta'ala, in seinem Werk Majmu' al-Fatawa, da sagt er, und die Bildermacher werden so ins Extreme gehen, bis sie den Wahnsinnszustand erreichen. Das hat er damals gesagt. Vor über 700 Jahren. Kennen wir nicht? Manche in einer Minute macht sie 60 Bilder von sich. Glaubt mir, die hat 9 Djinn. 7 aus China und 2 aus Osteuropa. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine normale Person so etwas macht. 70 Mal. Manche fotografieren sich, wie sie sich fotografieren. Das heißt, die stehen vorm Spiegel und dann fotografieren sie sich, wie sie sich fotografieren. Ja, yani. Akel Jok, bitteschön. Wir machen alles zusammen. Außer natürlich die privaten Sachen, ja. Wir machen alles zusammen, inshallah. Wir haben auch gesagt, wir bleiben zusammen, auch als Gruppe, inshallah. Was für Termine? Am 26. zwischen 8 und 22 Uhr. Und wenn wir das nicht haben? Okay, okay. Ist das problematisch? Okay. Es ist nicht problematisch, aber wenn man es hat, ist es besser bei Ibn al-Tara. Bitte schön, Schwester. Ja, dazu kommen wir, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man sich krank fühlt, nicht in der Lage fühlt, die Umrah vielleicht bis zum Ende durchzubringen. Weil, wenn wir losfahren von Dhul-Huleyfa, von dem Grenzpunkt, gibt es kein Zurück. Die Umrah muss um jeden Preis gemacht werden, außer die absoluten Notwendigkeiten, Krankheit oder sonstiges. Dazu kommen wir morgen, inshallah. Ja? Aber von der Absicht her müssen wir die Umrah vollenden. Das heißt, kein Weg zurück, inshallah. Bi'idhnillah ta'ala. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Okay? Na, bitteschön. Müssen wir an dem Tag der Abreise Taxi-Gebet machen? Das Reisegebet? Wir sind generell auf Reise. Wir sind generell auf Reise. Ja, ihr wisst, darüber gibt es viele Meinungsunterschiede, wie lange und so weiter und so fort. Inshallah, solange man auf Reise ist, kann man die Gebete zusammenfassen und kürzen. Ein Punkt, den ich noch erwähnen will, diese Ihram-Kleidung und diese ganze Prozedur, das ist schön, wenn wir das schaffen, dass wir das nach einem Freiwilligen oder nach einem Pflichtgebet machen können. Weil es kann sein, dass dann dort auch Asr irgendwann eintrifft, weil wenn wir sagen, wir fahren hier um 14 Uhr los, kann sein, dass alles entsprechend dauert und dann kommen wir auch zum Asr-Gebet dort an. Bitte schön. Ja. Was machen wir mit den Wertsachen? So, das heißt Geld, Handy und so weiter und so fort. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir das geben. Aber wenn ihr mir nicht traut, und a'udhu billah, wenn ihr mir nicht traut, es gibt ein wenn wir ankommen, inshallah, in Mekka, in unserem Hotel, da gibt es Tresore. Im Großen und Ganzen sind sie sicher. Okay? Da könnt ihr dann, inshallah, alles reinpacken. Aber bitte, ich will nur noch eine Ermahnung, inshallah, an mich und euch richten. Wer sein Handy nicht braucht, unbedingt braucht, er soll wirklich sein Handy zu Hause lassen. Bitteschön. Wegen der App. Okay, vergiss, was ich gesagt habe.
vergisst, was ich gesagt habe. Aber ich meinte das von der Hinsicht, dass man sich endlich mal auf die Ibadah konzentriert. Und bitte lasst diese Fotos und Fotografien. Sagt man, ist das verboten, Abul Bara? Es ist nicht verboten. Aber es lenkt dich ab von deiner Ibadah. Wallah, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie einer sich gefilmt hat, wie er betet. Und als das Handy umgefallen ist, hat er sein Gebet abgebrochen, die Kamera wieder gerade gerichtet und hat weiter gebetet an diesem Punkt. Wen hat er angebetet? Was denkt ihr? Sich selber. Brauchen wir so etwas? Das brauchen wir nicht. Deswegen soll man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Diese Handys haben viel Fassad. Die sind das perfekte Mittel für Riya. Diese Handys. Ja? Alhamdulillah. Braucht keiner zu sehen, dass du in der Umrah bist. Subhanallah. Die Salaf waren anders als wir. Aber Allah al-Musta. Na. Nochmal eine Frage zu der Fußbedeckung bei der Frau. Ja. Viele Frauen machen das ja trotzdem. Kann man sagen, die Umrah ist dadurch ungültig? Ist die Umrah ungültig bei der Frau, die zum Beispiel ihre Füße nicht bedeckt? Ihr solltet wissen, es gibt Dinge, wir sagen, wenn man sie macht, deine Ibadah kann gültig sein, aber du hast Haram. Okay? Wie einer zum Beispiel, das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, wenn er zum Beispiel mit einem geklauten Kleidungsstück betet, aber er betet sein Gebet aufrichtig für Allah, nach der Weise des Propheten, sagen wir, deine Anbetung ist richtig. Aber du hast Haram gemacht, wegen was? Weil das geklaute Kleidung ist. Oder jemand macht die Hajj perfekt, aber er hat das mit Haram Geld finanziert. Dann sagen wir, dein Hajj ist gültig, aber du hast Haram gemacht. Deswegen unterscheidet zwischen der Gültigkeit der Ibadah und einer Tat, die zu unterlassen ist, beziehungsweise die eine verbotene Handlung ist. Na, so. Wir haben die Sachen aufgezählt, die eine Umrah, die in der Umrah zu unterlassen sind. Das heißt, während des Ihram-Zustands. Wir haben gesagt, Fußnägel, Fingernägel, was noch? Achselhaare. Das darf man alles in dieser Zeit nicht schneiden und nicht kürzen. Alles, was zum Geschlechtsverkehr führen kann und sowieso der Geschlechtsverkehr auch. Jagdwild. Beleidigen. Sowieso diese Wörter allgemein. Was eigentlich, wenn man mit dem Bart rumspielt? Ja, sehr gute Frage. Wenn man mit dem Bart herumspielt, man darf sich ja keine Haare rausreißen. Richtig? Okay. Aber einer sitzt jetzt so unaufmerksam und spielt an seinen Haaren und dann ist ein Haar in seiner Hand. Er braucht hier gar nichts zu machen, weil das auch nicht beabsichtigt war. Tayyip, was noch? Was ist noch im Ihram-Zustand zu unterlassen? Geschlechtsverkehr. Haben wir gesagt. Aber gut, dass ihr das so oft erwähnt. Parfüm, Öle. Parfüm und Öle. Für wen? Für Männer. Für Frauen sowieso haben wir geklärt. Bitteschön. Königskette. Was denn? Königskette. Königskette. Bitte schön. Sehr gut. Du darfst im Ihram-Zustand einer Frau keinen Heiratsantrag machen, geschweige denn heiraten. Verboten. Du musst Allah darum bitten, dass er sie dir nach dem Ihram-Zustand wieder begegnet. Es ist nicht erlaubt, dieses im Ihram-Zustand zu machen. Weder ein Antrag, noch die Heirat. Wenn man auch die Heirat macht, ist die Heirat ungültig. Nach islamischem Gesetz ungültig. Bei Allah ungültig. Na? Inshallah. Fadda. Dazu kommen wir. Nein, tatsächlich gibt es bestimmte Säulen, wo es nicht erforderlich ist, den Tahara-Zustand zu haben. Ja, das gibt es. Bitteschön. Darf man eine Sonnenbrille tragen? Kein Problem, Bedina. Aber eine, die dir steht, ja? Manche tragen so komische Brillen. Bitte schön. Muss man fasten während des Ihram-Zustands oder sonstiges? Passt auf, es gibt sehr viele komische Geschichten, die unter den Leuten laufen. Manche denken, wenn die Ihram-Tücher etwas schmutzig werden, dann ist die Umrah ungültig. Dieses alles ist nicht authentisch. Dieses alles existiert nicht in unserer Religion. Na? Natürlich, wir wollen den Ihram-Zustand
wir wollen so schnell wie möglich den Tawaf machen in Mekka. Aber es kann sein, dass eine Person, wenn wir in Mekka ankommen, irgendein Umstand bei ihm passiert, dass er erst am nächsten Tag die Umrah vollziehen kann. Sei es Krankheit, sei es irgendetwas, dann ist es für ihn verpflichtend, in dieser Ihram-Kleidung zu bleiben. Nicht beim Schlaf, aber allgemein bleibt er im Ihram-Zustand. Na, Fadda. Haben wir gerade geklärt. Warum wollt ihr jetzt alle fasten? Subhanallah, habt ihr keinen besseren Zeitpunkt zum Fasten? Ja, sowieso, wenn man das mit der Ibadah verknüpft, ist das eine Bid'ah. Wenn man sagt, ein Muhrim, das heißt einer, der im Ihram-Zustand ist, fastet, das ist eine Bid'ah, so etwas zu machen. Denn die Art und Weise kann eine Sache zu einer Bid'ah machen. Na? So, jetzt haben wir den Ihram-Zustand geklärt. Bitte schön. Was, wenn ich meinen Ghusl verliere, wenn ich schlafe? Kein Problem. Hast du kein Problem? Das geht nur darum, dass auch eine beliebte Tat, den Ghusl zu machen. Okay? Bismillah ta'ala. Bitte schön. Ich sollte Sie erinnern, dass dort schwer wird, nicht wie hier. Von der Situation her. Heftiger. Aywa, Baraklafik, genau richtig. Ich empfehle meinen Geschwistern, ich weiß, ihr wollt alle Geschenke mitnehmen für eure Liebsten. Wenn ihr könnt, versucht das hier zu machen. Warum? Makkah ist viel hektischer. Jetzt, Alhamdulillah, wir haben uns oft gesehen am Tag. In Makkah werden wir uns vielleicht alle 2-3 Tage sehen. Sehr selten. Weil in Makkah verliert sich alles. Ja? Es ist wirklich ganz, ganz anders. Hier ist das noch so familiär. Wir sehen uns noch in der Moschee hier und dort. Ja? Oder bei Steak, oder wie das Restaurant heißt. Ja, war gut, das Essen. Alhamdulillah. Aber dort verlieren wir uns aus den Augen. Das ist wirklich riesig. Und Makkah ist hektisch. Und liebe Geschwister, Alhamdulillah, wer hat es geschafft, bis jetzt alle Gebete in der Moschee zu machen? MashaAllah, ihr erfreut mein Herz. Alhamdulillah. Wallahi, möge Allah euch segnen und euch jedes Gebet mit dem Paradies vergelten. Allahumma. Wir haben Leute in der Gruppe gehabt, die haben im Hotel gebetet. Arabisch Fernsehsender. Deswegen, wozu ist man hier? Ja, das ist doch nicht irgendeine Moschee, über die wir reden. Das ist die Moschee von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, dort wird es noch anders sein. Da ist nochmal der Lohn zigtausendfach mehr. Wer sagt mir wie viel? 100.000-fach. Das bedeutet, wir haben das umgerechnet, du müsstest 50 Jahre in einer normalen Moschee beten hintereinander, um den gleichwertigen Lohn von einem Gebet in Mekka zu erreichen. Und deswegen wehe euch, dass ich euch dort nicht in der Moschee sehe. Na, ich halte meine Augen auf. Bitte schön. Rafik, du sagtest ja, dadurch, dass Mekka so hektisch ist und so viel Trubel ist und so weiter, wie sieht es aus mit den Sünden? Ich meine, dadurch, dass es jetzt hektisch ist, vielleicht rutscht dem einen ein falsches Wort aus oder der eine geht handeln und übertreibt. Wie sieht es damit aus? Also, ihr solltet wissen, an heiligen Orten, an heiligen Plätzen werden die Hasanat vervielfacht, die guten Taten, aber auch die Sünden vervielfacht. Wo ist der Beweis dafür? Ibn Abbas radiallahu anh war in Mekka. So hat er den Leuten mitgeteilt, dass er jetzt nach Medina geht, um dort zu leben. So sagte man ihm, wie kannst du so einen ehrenvollen Platz verlassen, wo Allah den Lohn so und so und so gemacht hat. Er sagte, das stimmt, Allah hat den Lohn gewaltig gemacht, aber gleichzeitig auch die Sünden, sie werden vervielfacht. Und ich fürchte um meine Sünden. Das ist von Ibn Abbas. Ich fürchte um meine Sünden. Deswegen nicht nur die gute Seite sehen, sondern auch die Sünden werden vervielfacht. Möge Allah uns davor bewahren. Amen. Vor allen Dingen, wenn wir im Ihram-Zustand sind. Das ist ein ganz besonderer Zustand bei Allah subhanahu wa ta'ala. Na, im Übrigen, derjenige, der in diesem Zustand stirbt, Ihram-Zustand, er wird Yawmul Qiyamah auferstehen, wie? Mit der Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. So wird er auferstehen.
vor Allah subhanahu wa ta'ala in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim von Jabir radiallahu anhu, er sagte, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, jeder Diener wird am Tage der Auferstehung so auferstehen, wie er gestorben ist. Wer in Sünde gestorben ist, mit der Sünde. Und wer in der Gehorsamkeit gestorben ist, mit der Gehorsamkeit. So. Morgen, insha'Allah ta'ala, oder was macht unser geehrter Bruder? Er sagt euch etwas zu dem morgigen Tag. Da haben wir auch einiges mit euch vor. Insha'Allah, wir versuchen euch nicht alleine zu lassen, sondern immer viel, viel Zeit mit ihm zu verbringen. Bringt ihr uns einen Stuhl, insha'Allah? Okay, bitte. Hey, meine lieben Geschwister, morgen, insha'Allah, machen wir die Rundreise und der Bus fährt deutsche Zeit 8 Uhr los. Morgens. Und es wird viel los sein, weil sogar die Einheimischen pflegen es am Samstag, die Meschid Kuba zu besuchen. Das heißt, insha'Allah, wir wollen rechtzeitig dort ankommen, um nicht da in den Riesenstau rein zu geraten. Das heißt, wir werden morgen Meschid Kuba besuchen. Und der Chef wird uns inshallah erklären, was für eine Belohnung wir dort erhalten werden, inshallah, wenn unsere Nähe aufrichtig ist. Ihr solltet alle bitte den Wudu hier machen. Bevor ihr in den Bus steigt, sollte jeder von euch den Wudu haben. Und dann werden wir inshallah als erstes zum Meschid Kuba und dann gehen wir zum Berg Uhud. Und hängt das von der Gruppe ab. Manche wollen dann gerne den Markt besuchen, wo man Datteln und so kaufen kann, aber es ist jetzt nicht besonders dieser Markt. Also es gibt, glaube ich, bessere Orte, ne? Wo man Datteln kaufen kann. Okay, können wir machen. Schade, ja. Das war, können wir machen. Hey, kann man hier rein? Das braucht man. Aber ist es möglich, dass wir vielleicht Kamin nicht machen, nur wenn wir den Bus fahren? Ich weiß, offiziell ist das untersagt worden. Aber müssen wir den Bus fahren? Aber offiziell ist das noch verboten. Sonst, wir können ihn auch von uns ein bisschen geben, damit wir... Inshallah. Also morgen, inshallah... Bitte ganz kurz nochmal... 7.30 Uhr, inshallah, in der Lobby treffen, sodass wir dann 8 Uhr, inshallah, in den Bus steigen können. Haben die Leute dann Zeit noch zu frühstücken, inshallah? Bismillah. Okay. Also direkt bitte nach dem Viertelgebet frühstücken gehen. 8 Uhr ist der Bus da, oder der Bus wird ein bisschen vorher da sein, 7.45 Uhr spätestens, steigen wir dann inshallah ein, 8 Uhr fahren wir los. Ja? Einige Geschwister haben noch keinen Ihram bekommen, 8 Stück müssen es sein, die habe ich dabei. Ein Kinder-Ihram kommt heute Abend noch, inshallah. Und einige Geschwister hatten schon gefragt, wegen Honig. Es gibt die Möglichkeit... Oh, mashallah. Wir haben hier Schwarzkümmelhonig aus Ägypten. Und keine Mixtur, sondern Bienen, die sich von Schwarzkümmel ernährt haben, vom Berg Sinai. Und bringe ich euch inshallah auch morgen zum Vortrag inshallah. Diejenigen, die wollen. Da hier, 500 Gramm kostet 60 Riyal. Bruder, gestern bei Masel Kras 125 Gramm, ne, 250 Gramm für 100 bezahlt. 100 bezahlt für 100, ja. Für 250 bezahlt, also für die Hälfte. Long sein. Da waren Fragen. Gehen wir auf eine Plattenplantage? Genau, inshallah machen wir bitte mit lang. Das klären wir morgen, inshallah. Klären wir ab und. Wir hoffen, dass alles klappt, inshallah. Nein, Habibi. Bitte noch ganz kurz, ganz ruhig. Bakir. Ja. Können wir auch gerne besuchen. Können wir auch gerne besuchen. Ist das eigentlich in Ziyarat mit drin, ne? Ist nicht drin, okay. Es ist empfehlenswert, derjenige, der Bakir gehen will, dass er relativ nah am Bakir betet, dass nach dem Gebet, wenn eine Janaza dort reingetragen wird, dass du mit der Janaza reingehst und dann siehst du eventuell in der ersten Reihe, wie eine Beerdigung hier stattfindet. Und ich habe letztens eine Beerdigung hier gesehen, subhanallah. Allahumma sa'an. Inshallah, erzähle ich euch ein anderes Mal, was da genau passiert ist. Noch eine Frage. Besuchen wir auch den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sein Haus? Sein Haus? Ich habe das ja öfter mal gesehen, dass sein Haus ist. Da sind ja auch seine Sachen drin. Da hast du ja so viel Leid.
wenn du ihn schon mehrmals besucht hast. Nee, ist wirklich kein Wort. Wo er gelebt hat, wo er geschlafen und aufgewacht hat. Er denkt, das ist alles noch so viel zu. Na, guck mal, das Museum ist, haben wir das vielleicht nach? Okay. Ja, Museum ist ein anderes. Es gibt diejenigen, die zu einem Museum gehen wollen, es gibt die Möglichkeit, bei Tor 307 befindet sich ein Museum, ihr könnt da einfach hingehen. 15 Real kostet der Eintritt, zu jeder Zeit offen bis 22 Uhr in der Nacht, du gehst hin und dann siehst du die Prophetenmoschee, wie sie zu seiner Zeit war, sein Haus, seine Wohnung, wie er begraben wurde, wie die Osmanen, was die Osmanen gemacht haben, was die anderen Kalifen gemacht haben, etc. könnt ihr machen. Sehr, sehr empfehlenswert, 15 Real, Tor 307. Okay? Es gibt zwei. Wir sind, einmal ist die Sira des Propheten, kostet 35 Riyal, und einmal die Prophetenmoschee und deren Entwicklung. Da ist auch zum Beispiel die Mimbar, eine ganz alte Mimbar zu sehen und ganz viele alte. Ja, das ist sehr interessant. Könnt ihr den Schale gerne machen. Und es gibt sogar deutsche Führung per Kopfhörer. Aus Berlin, subhanallah, die Geräte. Subhanallah. Ja. Aber der Sheikh hat gesagt, nach zwei Monaten waren die kaputt. Das klingt nach Berlin. Okay, Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Wabarakallah fi. Wir werden, inshallah, morgen, bi'idhnillah ta'ala, zu diesem Ausflug gehen. Um 16 Uhr ist unser letzter Unterricht hier. Und wir danken nochmal, dass sich dafür gesorgt wurde, dass wir eine Räumlichkeit hier bekommen haben. Alhamdulillah, im Raum war es viel kleiner. Wir haben einmal im Hotelzimmer leider einen Unterricht abgehalten mit der Anzahl. Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren geehrten, geschätzten Bruder, möge Allah ihm alles erleichtern, ihn von jedem Übel abwenden und ihn und seine Lieblinge in das Paradies eingelassen. Allahumma amin. Bitte Dua, dass Allah mir leicht macht, den Koran auswendig zu lernen. Allahumma amin. Inshallah. Wegen Nusuk, wer Hilfe braucht, ich bin inshallah nach dem Isha-Gebet in der Lobby, können wir dann gerne gemeinsam machen.